Ja, wir sind hier im Aviva in Mühlviertel in Oberösterreich, im Europas ersten Hotel für Singles, alleinreisenden Freundesgruppen hier in St. Stephan am Walde. Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mit einer neuen Folge aus dem Aviva Hotel, das Hotel für Singles und Alleinreisende. Ja, ich habe euch ein spannendes Wochenende habe ich hinter mir und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und zeige euch, was ich alles Tolles erlebt habe. Das Besondere ist sicherlich, dass man hier als Alleinreisender absolut genau richtig ist. Wie was bei vielen Hotels vielleicht eher das ist, was man nicht so gerne hätte, dass man alleine irgendwo ankommt und zwischen Pärchen und Gruppen platziert wird, alleine auf dem Tisch, ist genau hier anders. Du kommst hier an und bist natürlich sofort familiär integriert hier, die Mitarbeiter alle auf Du-Basis. Auch die Gäste, jeder, der hier ist, ist alleinreisend und dementsprechend sucht jeder so auch ein bisschen den Kontakt zum anderen, kommt sofort ins Gespräch und beim Abendessen oder auch beim Frühstück sitzt man an großen Tischen, statt alleine auf irgendwelche Einzeltischen. Die Lage einerseits, es ist eben hier ein einzigartiger Kraftplatz auf knapp 1000 Meter mit einem atemberaubenden Ausblick, aber vor allem ein tolles Hotel mit 102 Zimmern, alle in den Süden ausgerichtet und vor allem aber auch nur für Alleinreisende gedacht. Ein Hotel für Menschen, die einfach sagen, ich möchte mal alleine verreisen, ohne dann am Katzentisch in großen Wellnesshotels zu sitzen und hier vielleicht auch Blicke zu bekommen, die nicht so gut sind und hier einfach in einer tollen Umgebung mit vielen Menschen gemeinsam einfach einen tollen Urlaub zu verbringen. Ja, wir haben eine eigene Brauerei, die Brauboutique. In dieser Brauboutique brauen wir selbst pro Woche 5 Hektoliter Bier, die für verschiedene Kraftbiersorten dann verwendet werden, aber auch für den Eigenverbrauch natürlich und vor allem aber auch, weil es uns auch einen Spaß macht, hier Bier zu brauen, auch die Gäste hier damit einzuladen, mal mitzutun, auch die Biere natürlich auch zu verkosten. Wir haben 2 Biersommeliers im Haus, die einfach dann diese Brauereien auch mit Leben befüllen. Mein Fazit von diesem Wochenende ist definitiv besuchenswert. Schaut vorbei und lasst euch mitreißen von der einmaligen Atmosphäre hier. Alleinreisen ist sicherlich nicht nur für die jungen Leute, sondern auch für die Älteren ein Thema und für jede Altersgruppe ist hier was geboten. Am Wochenende ist hier richtig viel los, was Party angeht. Unter der Woche vielleicht ein bisschen ruhiger, mehr das Wellness-Thema. Aber es gibt hier so viele Möglichkeiten. Also Genuss, die wunderbare Landschaft, die Outdoor-Programme, Indoor, Aerobic, Sport, Fitnesscenter, Wellness, Pool, Teich. Es gibt einen eigenen Club hier, eine eigene Brauerei, eine Alm. Jeden Abend Party, wenn man möchte, aber auch nur Entspannung pur. Also es gibt für jeden Geschmack etwas und für jede Altersgruppe. Lasst euch einfach mal inspirieren von der Homepage und schaut vorbei und genießt einfach mal eine komplett andere Art von Urlaub. Denn nicht nur, wenn man Single ist, sondern auch, wenn man vielleicht einfach mal Abstand braucht, als Familienvater oder als Mutter, sagt, hey, ich brauche eine Auszeit mit der besten Freundin, ist man hier genau richtig. Und das habe ich hier erlebt, diesen Spirit, dieses Gefühl. Und ich habe so viele Gäste auch kennengelernt, die regelmäßig hierher kommen und tatsächlich sich jedes Jahr wieder darauf freuen, hier Gast sein zu können. Also nutzt das und schaut mal vorbei. Ich verabschiede mich hier ganz entspannt aus meinem Wochenende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da oder... Hier seht ihr auch das Video vom letzten Mal. Klickt mal drauf und schaltet rein. Oder noch viel besser, klickt hier drauf und abonniert uns. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und damit sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.